Da wären wir wieder, Leute. Der gute Garnef hat gemeint, er müsste sich mal eben aufteilen. Und nun müssen wir das Original finden. Aber das sollte nicht so schwierig sein. Das sind ja nur drei Leute. Und an und für sich ist der Typ jetzt nicht ultra stark. Es geht auf jeden Fall voll klar. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall uns um alles heute kümmern können. Sehen wir mal, ob uns das wirklich so gut gelingt. So, wenn wir Tiki ein bisschen weiterlaufen, wird er uns dort nicht direkt sehen. Ich würde allerdings schon ganz gerne noch jemanden anlocken mit Tiki. Es bietet sich einfach so wunderbar an. Es geht ja eigentlich kaum besser gerade. Allerdings könnten wir Tiki auch nochmal hochhealen. Also sollten wir ein bisschen darauf achten, wie wir jetzt weitermachen. Der hier, den können wir natürlich so oder so sehr leicht ausschalten. Ich glaube, das wird zwar nicht ganz reichen, aber wir können ihn zumindest schon mal anschwächen. Vielleicht müssen wir mit Hadi nicht unbedingt unnötig pushen. Mal sehen. Oder er crittet, mal gucken. Jawoll! 13%. Sehr gut. Dann wäre der Typ schon mal erledigt. Und der hier hat da witzigerweise mehr Magie als er hier. Also ist der schon eher unser Problem. So, Katria und Ace sind natürlich zur Stelle. Allerdings beide schon einen sehr guten Geschwindigkeitswert auch. Du hast gerade das Weihwasser dabei, allerdings wird uns hier so ein bisschen der Weg versperrt. Wir können aber drum rumfliegen auch. Schwerttraining? Ja, es tut zwar immer noch sehr, sehr weh, aber Schwerttraining. Na gut. Autsch. Blödes, blödes Sauron. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Aber was soll's. So, schlussendlich wird es Zeit, dass du nochmal kurz Tiki healst. Bitte schön, Tiki. Das sorgt für ein Level-Up bei Caesar. Oh, das war schlecht. Nein. Wie gemein. Verdammt nochmal. Das war jetzt sehr, sehr ärgerlich. Egal. Oh, es reicht perfekt. Das ist noch besser. Gar nicht darauf geachtet. Ich wollte es eigentlich nur da reinstellen, noch zum Anlocken. Aber das ist natürlich noch besser als gedacht. Sehr gut. Gut, ansonsten sollte auch alles passen. Den Typen sollten wir irgendwie noch anderweitig anschwächen, wenn möglich. Ich will ihn eigentlich nicht wegcritten. Ich hoffe mal, du tust das nicht. Wenn es jetzt passieren sollte, es wäre nicht ultra schlimm. Nur ein bisschen nervig. Mal sehen. Okay, alles in Ordnung. Sehr gut. Dann kann das Ganze nämlich Abel machen. Der noch ein bisschen Schwertraining braucht und danach wahrscheinlich sogar noch die Waffenschrift bekommt von mir. Um das Ganze noch abzurunden, ne? Ja. Der profitiert noch so stark von Erfahrung, ist der Wahnsinn. Aktuell. So, auch Beck darf weiter. Kann allerdings noch nicht angreifen. Weiß nicht, was noch so spawnt oder so, aber die Heilung darfst du dir auf jeden Fall mal gönnen. Und ansonsten reicht es, glaube ich, wenn ich noch ein paar Leute dabei habe, die sich einfach gut bewegen können. Das wäre hier auf jeden Fall gegeben. Dann würde ich sagen, du gehst mal mit nach oben. Neben Barst und so passt das ja ganz gut. Und wir passen einfach noch ein bisschen hier auf. Ach, warte mal, hä? Ich dachte, jemand von euch hat hier Schwarm. Ist der woanders hingegangen? Kann schon sein. Ja, ich glaube, kann das sein, dass der darüber ist? Na egal, wie auch immer. Jedenfalls ist es mir hier ja sehr wichtig, dass wir noch aufpassen, weil ich keine Ahnung habe, wie es mit Verstärkung aussieht. So, der macht satte 5 Punkte Schaden, was aber auch nicht so schlimm ist. Tiki verkraftet hier alles. Kein Thema. Ja, der Schwarmtyp bewegt sich tatsächlich. Jetzt sehen wir aber mal, was in der Kiste ist. Oh, ein Talisman. Sehr gut. Okay. Bisschen Resistenz können wir sehr gut gebrauchen. Immer doch. Gerade in diesem Spiel. Ansonsten werden wir natürlich Marv ein bisschen da oben noch begleiten auf seinem Weg. So, er könnte jetzt auch schon weiterkommen. Er ist sehr, sehr schnell. Er wird wahrscheinlich Tiki auch doppeln, was allerdings bei unseren massiven Boni nicht weiter dramatisch wäre. Da wir ihn wieder one-hitten, wahrscheinlich sogar unsere beste Option. Also Tiki, bitteschön, streng dich an. Ach, Moment mal, wir brauchen dich hier unbedingt drüben. Weil wenn das das Original sein sollte, ist jetzt nicht super wahrscheinlich, aber es könnte sein, dann brauchen wir dringend den Sternenlichtzauber und müssten mit den anderen auch ein bisschen uns verkrümeln.
Deswegen gehst du mal damit rüber. Außerdem brauche ich die Schmiede für den Drachenstein hier. Sehr wichtig. So, wenn ich dich jetzt angreife, dann ist er auf 7. Dann werde ich hier angegriffen, ist er auf 6 Anwendungen, hier auf 5 Anwendungen. Reicht also noch ein bisschen, aber nicht besonders lange. Wir müssen also durchaus ein bisschen aufpassen, wie wir weitermachen. Aber das alles hier ist natürlich immer noch sehr, sehr, sehr perfekt. Ja, sie kriegt ja allerdings nicht so viel. Da brauchen wir schon andere Kaliber. Sollte das hier nicht das Original sein, dann wäre das doch zum Beispiel auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Punkt. Ich weiß nicht, wie wir uns sonst so verhalten. Du hast natürlich eine ausgezeichnete Mixed Defensive gerade. Deswegen stelle ich dich mal dahin. Und du gehst damit hin. Dich stelle ich auch mal ein Feld nach unten. Nur, dass wir sicher sind wegen Garnef. Jetzt haben wir nur noch Einheiten mit hoher Resistenz oben rumstehen. Das ist schon um einiges sicherer dann. Weil den Frieden traue ich hier noch nicht so hundertprozentig. Wir wissen auch nicht hundertprozentig, was uns da erwartet, ne? Bars wurde zum Beispiel auch schon angeschwächt. Das gefällt mir nicht. Es geht mir eigentlich nur um Verstärkungen, weil ich da halt keinen Überblick habe, wann Verstärkung kommen könnte. Es könnte nämlich sehr dramatisch werden, falls das passieren sollte. Und das gefällt mir nicht, der Gedanke daran. Gefällt mir ganz und gar nicht. Bisher kam noch nichts, sondern da kommt jetzt Garnef. Er sagt gar nichts. Okay, dann ist aber, glaube ich, auf jeden Fall der Falsche. Er kann ja sowieso null Schaden machen bei Tiki, ist er perfekt. Traurig. Aber er greift zweimal an. Und sogar einmal ausgewichen, wow. Nicht, dass das wichtig wäre, aber es ist doch schön zu sehen. Na dann, ne? Aber man braucht mehr Sternenlicht gar nicht. Trotzdem, Sternenlicht ist ein starker Zauber, den kann man auch gerne einsetzen. Er bewegt sich weiter auf uns zu. Hua. Ich hoffe nur, dass da keiner rauskommt. Das wäre jetzt so eine ganz, ganz böse Überraschung. Deswegen bleibt mal zusammen wegen einem Support-Bonus. Ich traue da halt nicht dem Frieden so ganz. So, Garnef kann man natürlich auch wunderbar vorschwächen, schon mal dann mit einem Langbogen. Dass er nicht das Original im Hulu ist. Ja, gut. Ah ne, das wird, glaube ich, nur so angezeigt, oder? Weil ich glaube, er muss das einmal haben. Ich glaube, nur das Original hat gesprochen, oder? War das nicht so? Da bin ich jetzt völlig bescheuert. Mein Tiki hat sich ja nicht zur Wehr gesetzt, deswegen, ne? Ich meine, das war so. Nicht, dass ich mich jetzt täusche, das wäre ziemlich doof. Weil du bist jetzt nicht so schnell, da würde ich schon dann doppeln. Also doch eher Sternenlicht benutzen. Das zeigt es mir zumindest direkt an. Geh mal auf Nummer sicher. Naja, was heißt Nummer sicher? Bist doch nicht das Original, oder? Das macht mich gerade viel zu nervös. Wartet. Wartet, Moment mal. Okay, hier kann ich eh niemanden anfeuern, aber ich könnte Garnef anfeuern, oder? Ah. Ein Feld noch. Dann probieren wir es mal. Muss das rausfinden. Ah ja, okay, also doch. Alles gut. Schalte das danach automatisch so um, dass man es sieht? Nö. Also generell muss man es umrechnen, was natürlich hier ein bisschen doof ist. Wir sehen jetzt, dass Verteidigung 4, 33 bringt. Das ist jetzt eine Differenz von 7 Punkten. Okay, also 26 Punkte Schaden. Oh, das würde exakt aufgehen. Das ist ja perfekt. Stimmt das? Hat der keine Boni sonst noch? Okay, dann machen wir das. Ich meine, er macht mir sowieso 0 Schaden, also so oder so, ne? Jawoll. Das war's dann mit dir. Tut mir leid, Garnef. Oh yes. Das gibt ein schönes Level up. Ja, gut, gut, gut. Ja, wunderbar. Genau alles, was du brauchst. Sehr gut. Hier kriegen wir ein Stahlschwert, okay. Sehr nett, dass man sogar ein Stahlschwert bekommt. Wir könnten mal überlegen, ob wir nicht sogar was verkaufen davon. Wer hat denn jetzt so Low-Level-Werte? Oder ist generell noch ein bisschen Low-Level? Das würde hier schon eher zutreffen. Wartet, Moment. Wollen wir mal gucken. Bist du wieder cool oder machen wir das anders? Diesmal wollte er nicht critten, ist aber völlig in Ordnung. Dann soll das jemand anderes erledigen. Benutzen wir wieder Est. Die können wir dann auch gleich wieder hochhealen. Und dann darf es weitergehen. 100% in your face. Sehr gut. Jawohl. Auch hier ein Level up. Ja, schön, okay, wunderbar, gerne, sehr, sehr gerne. Kein Stärkepunkt, aber der Rest, ne, kann man nicht klagen. Und sogar sie wird irgendwie bulky, das ist ja echt bizarre.
meine Katrina ist sogar ultra bulky für einen Falkenritter. Das ist abartig viel. Also dafür, dass das diese Klasse ist, ist das mega. Also das ist richtig, richtig krass. Hast du noch nicht gesehen bei so einem Falkenritter, der Wahnsinn. Also da muss ich auch wirklich sagen, die hat sich absolut überdurchschnittlich entwickelt, was das betrifft. Gibt schon ein paar Einheiten, die hinter den Erwartungen zurückbleiben, aber insgesamt bin ich schon recht zufrieden. Muss ich sagen. Irgendwie doch, ja. Muss ich wirklich sagen. Hat sich eigentlich das meiste doch ganz cool weiterentwickelt, so. Ja, da oben sind jetzt natürlich noch zigtausend Garnifs gefühlt, aber ja, auch das werden wir schaffen. Katria hat ja sowieso eine Resistenz von 11, das ist auch so cool einfach. Ich will mich hier erstmal ein bisschen zurückziehen eigentlich sogar. Wir sollten dann mal zum Healing schreiten und so. Oh, ich hoffe nur, dass da unten keiner spawnt, das wäre so nervig. Da traue ich dem Frieden halt noch nicht so ganz. Okay, er kommt immer noch näher. Aber wenn er meint. So, mittlerweile auch hier, glaube ich, ist es ganz gut im Griff. Ah ja, ich kann sogar zu dir rüber. Oh, er hat Meistersiege für uns. Cool. Kriege ich den gleich kaputt? Aber sowas von. Dann macht Abel das, das ist klar. Jawohl, schöne 99% Hits. Und auch wieder ein Level-Up für ihn. Er wird immer noch schneller. Mir gefällt auch, dass er so einen schönen Balk jetzt auch hat. Mit 40 KP und so passt das dann schon mal. Kann man schon ein bisschen was rausholen. Ja, das sieht eigentlich echt in Ordnung aus. Wenn er dann sein C-Level hat, wie gesagt, werde ich direkt auf eine Waffenschrift gehen, dass er Silberschwerter nutzen kann. Vielleicht können wir durch Verkauf des Goldbeutels und noch ein bisschen überflüssige Stahlschwerter und so auch noch ein extra geschmiedetes Item uns holen. Das wäre sehr schön. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Die Stäbe sollten wir eigentlich immer noch aufbrauchen. Ich bin da immer noch so, was das betrifft, einfach voll und ganz auf Erfahrung aus. Ich finde das einfach immer noch am besten. Selbst unnötige Heals sollte man eigentlich immer eingehen. Das ist meine ehrliche Meinung. Ich mache das eigentlich immer so. Mit Stäben bin ich da echt verschwenderisch, was das betrifft. Und wenn ich bedenke, dass wir noch 8-mal die Schmiede benutzen können, das ist halt auch richtig krass. Ich meine, ich habe jetzt auch keine Ballisten mehr nachgekauft. Ich hätte es zwar tun können, aber wir haben ja noch alle tatsächlich. Wir haben jede einzelne Sorte noch einmal. Also, wenn man den Vorrat dazu zählt. Ich glaube, Xane hat noch welche gerade. Beziehungsweise, ich habe ihm, glaube ich, nicht alles gegeben. Aber es passt auf jeden Fall. Apropos, mir kommt gerade. Jotes Schild ist ja noch hier mit drin im Vorrat. Sollte ich mir bald auch mal krallen. Aber ich glaube, wir kriegen es gar nicht mehr mit so vielen Leuten zu tun, die effektiv Flieger angreifen können. Ich glaube, es hält sich ein bisschen in Grenzen. Deswegen ist es jetzt kein Muss. Hier bin ich froh, dass, wenn man sich dann bald um Barst kümmern kann. Oh. Da kommt tatsächlich jetzt wieder einer mit Schwarm ums Eck. Alles klar, aber es ist nicht so schlimm. Ist schon okay. Sehen wir mal, wie sich das verteilt. Notfalls krallen wir uns halt eine Stärkung. Auch das ist eine Option, die wir hätten. Also alles gut erstmal. Mal gucken. Ja, geht natürlich auf Abel los. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist halt der 1% Crit, der theoretisch möglich wäre. Ich weiß, es ist nur 1% und ich mache mir da immer sehr viele Gedanken, was das betrifft, aber man hat schon so ziemlich alles erlebt. Man traut manchmal dem Frieden da nicht mehr so ganz. So, ihr müsst natürlich alle nach oben. So, den Gottstein, weiß ich nicht. Ich glaube, ich will den noch gar nicht reparieren. Ich könnte dich auch noch mal, ach so, nee, nur shielden gerade. Und dann kommt Est nach oben. Beziehungsweise wird mir gerade der Weg versperrt. Na sowas aber auch. Ich glaube echt, dass ich mir die Stärkung bald krallen werde. Das mit Abel da drüben gefällt mir gerade nicht so ganz. Und der hier hat, achso, der hat auch selber eine Stärkung. Wir haben noch einen Kriegerbogentyp. Alles ein bisschen nervig gerade. Wenn ich jetzt ganz darüber gehe, ich glaube, dann müsste der Typ zumindest sich ein paar Felder bewegen. Würde mir, glaube ich, entgegenkommen. Ich probiere es mal, dass der Typ sich da bewegen muss. Ansonsten sollte Katria das gut in den Griff bekommen. Ich gucke nochmal ganz kurz. Nee, der ist wirklich weit genug weg. Da wird nichts passieren, aber man kann ja nie sicher genug sein. Das hier ist natürlich schon so ein bisschen so eine Todeszone, kann man sagen. Das gefällt mir nicht. Du wirst auf jeden Fall dein Weihwasser benutzen, wenn du pushst, weil ansonsten werden wir das nicht überleben. Und ansonsten
darf es gerne weitergehen. Wir können jetzt zum Beispiel auch da mal drauf feuern, wenn wir möchten. Und ich glaube wirklich, ich werde mir einen Großteil auch dafür aufsparen. Aber ich gehe jetzt eher auf Steingeschosse erstmal trotz allem noch. Einfach, weil es halt gerade nicht notwendig ist, die anzuschwächen. Da ist eh ein Stärkungstyp dabei. Der wird schon dafür sorgen, dass es dem dann gleich wieder besser geht. Ja, wenn wir mit ihm pushen wollen, dann sollten wir ihm auf jeden Fall helfen. Direkt mal. Mit 3 Resistenz ist das natürlich auch ziemlich, ziemlich trostlos. Erstmal. Stell dich daneben wegen Support. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Das ist jetzt nicht dein... Das sind viele. Das ist gruselig. Das ist mega gruselig. Ich hoffe, da sind keine Schwarmmagier dabei sonst noch. Okay, okay, okay. Ja, keine Schwarmmagier. Oh Gott. Halber Herzinfarkt, Leute. Ich muss mir das mal ganz kurz angucken. Okay, der hat Thoron, das ist in Ordnung. Thorons sind okay. Ja, Thorons halt, ne? Das ist zwar schon eine heftige Magie, aber... Boah, ich muss mich um ihn kümmern erstmal. Das geht so gar nicht. Wir gehen kurz zurück. Da die Magier anscheinend auf uns zurennen wollen. Okay, ich brauche die Stärkung jetzt. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich die Stärkung unbedingt bräuchte. Kann ich bei dir anfangen? Ich glaube, Stärkung ist B. Das geht, glaube ich, von dir aus gar nicht. Müssen wir also sehr vorsichtig sein. Mit einer Stärkung würde er einen Hit auf jeden Fall verkraften. Wir werden dann doch ein bisschen zu voreilig anscheinend. Sehr, sehr gefährlich. Ja, gib das einfach mal weiter. Wir brauchen diesen Stab dringend. Oh, stimmt. Einen Teleport könnte ich eigentlich auch benutzen. Dann könnte ich einen Heiler hochschicken. Anderweitig. Warte mal. Ich hole mir zumindest die Erholung noch, weil das sind noch 2 Anwendungen. Den Stab können wir schlichtweg einfach mal aufbrauchen. Stärkung. Der hat eh gerade 2 Meisterbögen, also ist das okay? Okay, ganz, ganz, ganz wichtig, dass das hier klappt. Ja, pack den Blizzard mal raus, das ist okay. Und die Schmiede, doch, die brauchen wir später noch. Dann bleib erstmal noch beim Erholungsstab, ist okay. Dann müssen wir jetzt nicht so extrem aggressiv vorgehen. Die würden natürlich jetzt alle in unsere Richtung gehen. Gefährlich. Sehr gefährlich. Kann ich jemanden anlocken? Eigentlich nicht, ne? Nee, ich muss fliehen. So ein Thoron-Typ tut schon ganz schön weh. Das lassen wir mal. Nee, wir rudern zurück, Leute. Das hat so keinen Zweck. Das Risiko ist viel zu groß, dass hier irgendwas passiert. Ich kann nur von hier aus den Typen angreifen. Nee, ich könnte mich auch so hinstellen, ne? Genau. Dann machen wir das einfach mal so. Just for fun. Aber der ist fleißig am Ausweichen, der Typ. So, jetzt aber. Jetzt machen sie ernst. Mit meiner 18 Resistenz kann ich natürlich schon hochgehen. Benutzt die Stärkung. Genau, das pusht ihn auf jeden Fall weit genug. Naja, 21, das hält er dann auch aus. Ist zwar immer noch eine ganze Menge, aber er verkraftet es zumindest direkt. Das ist doch sehr schön. Der Rest rudert genauso zurück. Wobei ich dich einfach mal dazu stelle hier, wer weiß. Mal gucken, wen er halt am meisten Schaden machen möchte. Aber da oben haben wir ein sehr, sehr unpraktisches Feld für uns. Das gefällt mir nicht. Das ist nämlich auch nicht gerade besonders lustig. Dass dieses Feld so unglaublich verquer ist. Wir könnten natürlich mit Tiki pushen, aber dann müsste ich auf jeden Fall ihren Drachenstein frühzeitig reparieren. Wir bleiben noch hier und Catria muss sich auf jeden Fall zurückziehen. Keine andere Wahl. Vor allem, wenn die nochmal sowas abziehen, da habe ich ein richtiges Problem. Keine Lust drauf. Ah, ist ausgewichen einmal, das ist gut. Sehr gut. Wow, da kommt eine Masse. Wow. Ach du meine Güte. Übertreib doch einfach mal. Alles klar. Oh Mann, oh Mann. Das ist gruselig. Das ist sehr, sehr gruselig. Ja, dich brauche ich nicht markieren. Du greifst sowieso an. So viel Thoron vor allem. Keine schöne Magieform noch dazu hier. Wenn ich mich da versuche gegenzustellen, wird das sowas von höllisch wehtun. Keine Chance. Hier ist der Glückswert noch ganz gut. Aber trotz allem, Crit Rate ist gegeben und leider auch ein Gradivus wird uns nicht helfen direkt. Uah, das ist ja unangenehm.
Wir können allerdings dich mit Aura reinstellen. Das würde schon gehen. Zunächst mal. Okay, dann machen wir das Ganze doch so. Ich habe eine Idee. Du gehst dahin, du gehst dahin. Du benutzt die Schmiede. Warte, du rüstest vorher mal Aura aus, bitte. Ah, dieser Angriffswert, ein Traum. So, einmal hochgeschmiedet das Teil. Dann wäre das schon mal erledigt. Ein Punkt weniger. Ah, Magie, Glück, Resistenz. Okay, passt. Sehr schön, 20 Magie. Wunderbar. Damit geht auf jeden Fall was. So, wir müssen ein bisschen zurückrudern. Abel, ich glaube, du bist immer noch im Range, oder? Ist das hier immer noch in Gefahr? Nö. Ja, wir können sogar komplett raus, sehe ich gerade. Dann wird er vielleicht wieder in unsere Richtung versuchen zu pushen. Warte, ich komme aber so nicht weiter. Das ist schlecht. Aber er kommt auch nicht weit genug, glaube ich. Also passt das schon. Wir rudern jedenfalls zurück. Ganz wichtig. Genau, kein Problem. Alles in Ordnung. Somit haben wir die Lage wieder etwas unter Kontrolle. Und wir haben ihn endlich mal getroffen. Mal gucken, ob er sich jetzt auch auf uns zubewegen möchte oder nicht. Könnte natürlich jetzt passieren. Aber wir bleiben tapfer. Heilen erstmal Abel hoch. Und müssen dann genau überlegen, wie wir das anstellen. Hauptsache sind halt keine Schwarmtypen. Das ist auch das Wichtigste gewesen. Sonst wäre es mega unfair gewesen. Ich meine, so passt es ja sogar noch, ne? Hätte uns jetzt auch schlimmer treffen können. So, okay. Wir haben immer noch ganz viele Mages in der Nähe, ne? Wie sieht's eigentlich mit einer normalen Aura jetzt hier aus? Boah, das zerberstet die ja förmlich. Krass. Gefällt mir. Also wir kommen auf jeden Fall gut durch. Wenn ich dir jetzt noch Magieschild gebe, bist du auf 18 Resistenz. Da bist du genauso, beziehungsweise, nee, ein Punkt weniger. Wir hatten ja ein Resistenzlevel ab, aber es würde ganz gut klappen. Der da oben macht 23, oder? Ach, der kommt ja auch noch hinterher, aber egal. Es waren 23 Damage, das heißt 5 Punkte sind das nur. Die tun zwar weh, aber... Ja, okay, wir können nicht direkt pushen. Das ist eher das Problem. Wenn ich ihr allerdings ein Magieschild gebe, dann sieht die Sache anders aus. Aber Tiki bräuchte eher die Erfahrung. Würde allerdings auch ein paar Gottstein-Anwendungen dadurch nochmal verschenken. Wäre ein bisschen schade. Geh nach unten. Geben wir das Magieschild doch eher an sie weiter. Ich glaube, das dürfte dann doch das Beste sein. Letzten Endes. Ja, mit 25 Resistenz können sie sich so anstrengen, wie sie wollen. Ich bin viel zu gefährlich für euch. Ja, wobei, ich sollte nicht zu voreilig sein. Der eine Typ macht keinen Schaden, aber was ist mit dir? Moment, der kommt nicht weit genug, okay. Okay, der macht besonders viel Schaden, das muss man auch dazu sagen. Und den würde ich ja sowieso direkt rausnehmen. Bleiben also zwei Leute mit 6 Punkten Schaden. Sind 12 und dann kommt der eine nochmal. Ah ne, Quatsch, der macht ja gar keinen Schaden mehr, nee. Also bleibt's bei 12 Punkten Schaden, was so ziemlich gar nichts ist. Okay, wir sehen das erste Mal endlich mal Aura, Leute. Wurde auch Zeit. Schöner Spell. Schön schnell, elegante Lichtmagie. Gefällt mir. Sowas mag ich. Genau, wir bleiben hier mal in der Nähe. Wahrscheinlich wird Katria dadurch zum Ziel, aber... Vielleicht können wir uns auch ein bisschen nochmal zur Wehr setzen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist die Sache dadurch einigermaßen gut unter Kontrolle. Und sie haben immer noch nicht probiert, ihn irgendwie zu unterstützen hier. Wir haben es sogar wieder getroffen. Könnte ich danach doch mein Spezialgeschoss raushauen? Naja, ich glaube, das haut noch nicht so ganz hin, leider. Aber macht auch nichts. Du hast einen langen Bogen, du bist auch ganz gut geeignet für die Front. Ansonsten, let's go. Wir werden sehen, was der Gegner macht. Er sollte eigentlich nicht besonders viel bewirken können. Und warum er jetzt Lena angreift, keine Ahnung. Er ist wahrscheinlich ein bisschen sehr blöd. Aber gut. Ja, da kommt die Stärkung. Darauf habe ich eigentlich gewartet auch. Ja, die haben keine Chance hier. Die werden sowas von vernichtet. Rums. Aura Nummer 2. Schön. Auch wenn andere die Erfahrungspunkte eigentlich ganz gut gebrauchen könnten, muss man natürlich auch dazu sagen. Aber was wir hier mit ihr bewirken, das ist schon phänomenal. Das ist schon absolut Weltklasse. So, es bewegen sich immer noch viele Mages zu uns. Aber wir sind auf jeden Fall sehr gut vorbereitet. Die halten wahrscheinlich ein bisschen mehr aus, oder? Ist leider kein One-Hit mehr. Macht aber auch gar nichts. Und Katria ist mir ein bisschen zu gefährlich. Deswegen bleiben wir bei unserer Position hier.
So soll es weitergehen. Ohne Frage. Wollen wir denn direkt erledigen? Ich glaube, es wird das Beste sein. Wir können ja auf jeden Fall in die Richtung mit resistenzstarken Einheiten weiter pushen. Alle mit Thoron, aber ich hab die Aura, Leute. Spüre die Macht der Aura, Kadane. Spüre sie und erzittere. Haha. Okay, Tiki kann natürlich weiter und danach müssen wir gucken. Resistenzstark, wie gesagt. Das ist hier die Devise. Ja, bei den meisten sieht es halt sehr schlecht aus, was das betrifft. Logischerweise. Er hier würde sogar noch dazu zählen. Wobei, der würde sicherlich dazu tendieren, ihn hier anzugreifen. Wenn wir es clever anstellen. Quatsch, ihn hier. Wenn ich dir kurz das Weihwasser gebe, dann ist Abelmech durchaus auch resistenzstark. Das mache ich, glaube ich, auch. Er hat ja genug Balk, dass er es ohne Probleme machen kann. Dann nehme ich den Panzerbrecher raus, weil den braucht er eigentlich eh nicht auf dieser Map hier. Und dann sehen wir mal, was wir mit Abel noch so bewirken können. Aber irgendwie müssen wir ja pushen. So ganz ohne geht's ja dann auch nicht. Marv braucht natürlich auch noch so ein bisschen sein Training. Gibt schon noch ein paar Einheiten, die unbedingt nachziehen sollten. So, und hier können wir wieder ganz lässig drauf. Haben sogar wieder getroffen. Jetzt ist es überdurchschnittlich. Okay. Sehr angenehm. Er kriegt mehr Speed. Das ist echt außergewöhnlich. Ja, da kommt er mit seiner Schwarmmagie. 50-50. Schade, hat getroffen. Und natürlich eine Stärkung. Volles Programm leider. Aber auch wir haben ein volles Programm mit Aura. Und bald sind Garnevs Klone dran. Aber ich mag die Map an sich schon irgendwie. Ist ganz interessant gestaltet. Vor allem können wir jetzt mal anfangen, ein bisschen interessanter zu pushen hier. Wurde auch höchste Zeit. Kommst du dann an Abel ran? Wir können ihn also healen. Sehr gut. Das ist wunderbar. Dann machen wir das auch so. Mit einem... Oh Gott, 10% Crit, wirklich. Ah, ich dachte mir, okay, das Risiko hier, das gehst du mal ein, ne? Gehst auf ihn los, aber... Meine Güte, die Crit Rates. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist absolut schockierend. Mein Aura geht direkt durch und bei ihrem Glückswert kann sowieso nichts schief laufen. Es ärgert mich aber trotzdem. Es ändert echt nichts an der Tatsache, dass es mich irgendwie einfach nur ärgert. Oder arbeiten wir mit einem Teleport. Schwächen fies mit Langbogen an. Könnte man machen. Ich sag's mal so, es wäre halt echt blöd, ihn eigentlich mit Abel anzugreifen, leider. Es ist halt echt eine dumme Idee eigentlich. Wenn man es genau nimmt. Es ist halt einfach klüger, es mit Aura zu machen hier. Definitiv, ja. Gibt es nichts dran zu rütteln. Das ist nun mal der klügste Weg. Also machen wir das auch. Alles andere wäre einfach dämlich. Wozu sollte ich das Risiko eingehen zu 10%, dass mir jemand abkratzt? Ne, beim besten Willen nicht. Das lassen wir mal schön bleiben. Ansonsten geht es uns ja auch wieder super. Alle sind gut erholt und können nun nach oben fliegen. Du nimmst mal das hier. Nicht, dass wieder irgendwer viel spawnt. Ich meine, wären wir da zu dem Zeitpunkt schon oben gewesen, wäre es ein mega fieser Spawn. Aber ich glaube, das ist kaum möglich, außer man benutzt eben Teleport. Oh, wir müssen dich healen bzw. wegstellen. Du hast ja vorhin was abbekommen. Eigentlich hätte ich dich eher jetzt geheilt, aber naja, egal. Sehr viele resistenzschwache Einheiten jetzt hier in der Nähe, leider. Aber keine Wahl, leider. Dafür können wir natürlich auf den anderen Typen jetzt los, oder? Ja, ein Feld weiter kriege ich noch hin. Aber er muss weg. Sonst war es das. Ach, geh mal dahin. Bevor noch jemand spawnt oben oder so. Da ich das eben sehr gruselig finde. Ja, du kannst mal voll draufhauen. Mit sowas hier. Okay. Leute, es wird nochmal spannend. Mal gucken, was passiert. Ah ja, er geht auf ihn los. Na gut. Das darf er gerne. Oh, was? Er ist ausgewichen. Wow. Hoho. Nice, das war gut. Okay, vielleicht können wir ihn wirklich endgültig auf Distanz ausschalten. Moment. Oh, ein Punkt zu wenig. Mensch. Das sind die gemeinsten Momente, aber egal.
Wir können ja ein bisschen pushen, das ist schön. Hier ist jetzt niemand kurz vorm Level-Up so wirklich, ne? Ja, wir können aber mit Abel weiter den Waffenrang trainieren. Das sollte unsere Priorität sein. Aber stopp, Moment. Okay, du kommst nicht weit genug. Da wollen wir auch kein Risiko eingehen. Das wäre ein bisschen gemein. So, das Stahlschwert. Zweimal und der Typ wäre auch erledigt. Ah, ein weiterer Magieschild. Das ist auch sehr gut. Marv ist ja schon in der Nähe. Er könnte also das Ganze mal übertragen. Und wir können uns weiterhin schützen. Ja, das können wir eigentlich wirklich machen. Wow, die Heilungen hier sind ja wirklich alle am Limit. Ach, weißt du was? Dann mach das doch mal ganz kurz so. Wir tauschen mal kurz so erstmal. Sollst du mal kurz diese eine Heilung für sie benutzen? Mehr braucht sie ja nicht. Sehr gut, ist zerbrochen. Wir haben wieder einen Slot frei. Dann kriegst du gleich den nächsten Magieschild verpasst. Aus dem Vorrat nehmen wir einen Magieschild. Und vielleicht noch eine Heilung. Einfach, weil ich es dabei habe. So. Ja, die Pflege sparen wir uns mal für später. Aber jetzt hat er wieder schön viel Heilung dabei. So, wie pushen wir weiter, ist die große Frage. Da oben ist leider dummerweise so ein Typ. Das heißt, wir haben keine Chance. So wirklich. Er ist ja glücklicherweise ausgewichen, meine Güte. Nicht ausgebrochen. Wir brauchen auf jeden Fall das hier. Also der nächste Fall für die Schmiede, aber es lohnt sich auch. Danach ist er auf jeden Fall fällig, wenn wir nochmal treffen. Er muss leider hier erstmal bleiben. Keine Chance, solange da noch so ein Typ rumsteht. Zu gefährlich. Leider. Und Katria. Und so, also alle Resistenzstarken können nach wie vor nach oben gehen. Ich weiß nicht, ob ich hier wegen dem Kriegerbogen kann ich wahrscheinlich nichts machen. Das wären 20x2 unmöglich zu überleben. Schade. Mit Jotes Schild könnte ich sie auch benutzen oben. Was vielleicht sogar mit das Beste wäre. Dann verbrauche ich hier den Magieschild gar und hole mir jetzt mal aus dem Vorrat endlich Jotes Schild. Wurde auch höchste Zeit. Einen Rittertod brauchen wir ja nicht. Aber das Ding, das auf jeden Fall. Genau, das passt auch. Jetzt ist sie gerüstet. Und mit dem Magieschild können wir sie auf jeden Fall an die Front stellen. Jetzt kriegt sie keinen Effektivschaden mehr. Die hat ja 17 Def, das heißt 8x2 würden durchkommen. Ist immer noch viel, aber es geht. Ja, das hält sie auf jeden Fall aus. Dann ist sie auf der Hälfte ungefähr. Aber er ist das Problem. Aber das wird ja gar nicht so weit kommen. Weil er kommt nicht so weit wie diese Einheit. Also sind wir auch da fein raus. Du kannst nach oben, ist kein Problem. Und auch der Rest hier sollte sich mal nach oben verkriechen. Ist... kann in die Nähe von Abel gestellt werden, auch für den Support. Hadin pusht weiter. Barst pusht weiter. Wunderbar. Ja, geht wieder auf ihn los. Mal gucken. Oh, da kommt wieder eine Stärkung. Oh nein, oh Gott. Aber es... ha, 25 Punkte, Leute. 25. Das würde reichen. Ha, damit rechnest du nicht, was? Jawohl. Du weißt, jetzt bitter gewesen wäre, wenn er ausgewichen wäre. Aber das war fein sauber weggeräumt. Gut gemacht, Beck. Das ist schön. Jetzt können wir in Ruhe beim nächsten Mal pushen. Vielleicht können wir die Map wirklich direkt abschließen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das sieht gut aus, Leute. So muss das sein. Wir kriegen noch echt schöne Belohnungen. Auf Fälschen freue ich mich dann auch schon. Tiki kriegt sicherlich auch noch ein bisschen Training hier und da. Ah, stimmt, mit dir können wir natürlich wunderbar anlocken. Das würde gut gehen, ja. Sogar gleich beide dann. Das könnte man halt echt machen. Aber auf der anderen Seite ist Katria so gut vorbereitet für die nächste Runde. Ja, die hält das ja auf jeden Fall aus. Jotes Schild ist dabei. Kein Thema. Ich glaube, das machen wir auch so. Aber das war's dann auch für diese Folge heute. Insofern natürlich wieder mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Shadow Dragon.